Willkommen zurück zu Inside. Wir sind gerade momentan ein fetter Klumpen. Ja, wir sind im letzten Part in so einem Gefäß geschleudert worden. Dann haben wir uns mit den Fettklumpen vereint und seitdem sind wir mit dem hier unterwegs. Das ist schon relativ weit. Wir üben gerade so ein bisschen Rache aus, weil ja, das alles, was den Menschen hier angetan wurden, die ganzen Menschenexperimente. Also, ja, da sind natürlich alle jetzt wütend. Kann man vielleicht auch irgendwo verstehen. Und ja, die Frage, wo geht's jetzt hier weiter? Hier ist eine Leiter. Vielleicht nochmal noch. Kommen wir die Leiter hoch? Ne, Leiter hochklettern können wir nicht. Ich habe auch noch keine Möglichkeit gesehen, dass wir eventuell hier aussteigen können. Der hat uns den Weg geöffnet, lol. Ach, der wollte uns eine Falle stellen. Hat aber nicht ganz so funktioniert. Vielleicht können wir da doch trotzdem rein. Wow. Wir haben ein paar Teile verloren. Cheat. Oh, was ist das hier? Was ist das da oben? Keine Ahnung. Wir nehmen es mal mit. Mal generell uns hier mal umschauen. 5, 6, 7. Da ist ein Tor. Ah, warte. Okay. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Nochmal. Ja. Weiß nicht, ob wir die Kiste noch brauchen. Aber jetzt geht es hier im Wasser weiter. Okay. Aber nur flaches Wasser. Nichts Besonderes. Okay, Feuer. Feuer. Wenn wir da den Würfel reinmachen. Was? Na? Hier. Können wir den anfassen? Ja, können wir. Vielleicht brauchen wir das für irgendwas. Ach, na toll. Ich glaube, wir brauchen das für irgendwas. Aber warum ist da jetzt Wasser an? Das war vorher nicht so. Das war vorher nicht so. Hey, hier oben! Schau nur runter. Ja, wir sind halt jetzt eine große Gefahr. Warum ist Wasser an? Das gefällt mir nicht. Muss man das Wasser erstmal eliminieren irgendwo? Oh, da ist noch ein paar Teile von uns. Wir sind 12. Ja, da müssen wir das Feuer reinmachen. Wahrscheinlich zerstören wir damit die Anlage und dann sind die Menschenexperimente beendet. Hoffe ich zumindest. Aber ich hoffe mal, wir kommen auch aus diesem Klumpen mal wieder raus. Da sind wir komplett damit vereint. Was? Was ist immer noch an? Wie machen wir es? Wie machen wir es? Können wir da rein? Nein, können wir nicht. Ein Wunder, dass wir nicht anfangen zu brennen. Ich habe eine Idee. Ja, das klappt sogar. Das klappt sogar. Ja, sehr schön. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich sehr gespannt. Unser Körperteil da noch. Dieses Zeichen bedeutet kein Feuer, sondern bestimmt irgendein giftiges Gras oder so. Jetzt. Es brennt. Das hier geht automatisch auf, okay. Wir versuchen halt jetzt so viel wie möglich alles hier zu zerstören, dass man halt hier nicht mehr experimentieren kann. Großer Raum. Okay. Warum komm ich? Ich kann ja nicht springen. Ich will das hier runterschlagen, bestimmt. Oder?
Weiß nicht, was der vorhat. Hier ist so eine Markierung auf dem Boden. Ich hab eine Idee. Mal mit an. Warte. Was ist das da links? Können wir doch mal mitnehmen. Ich wollte zuerst mit Anstoß da gegen die Mauer rennen. Vielleicht lässt er das dann aus Versehen fallen oder so. Aber hiermit kann man bestimmt auch was anfangen. Was ist denn das da drin? Ist das Laub? Kann sein. So. Packen wir mal diese zwei Waggons hier einfach mal hin. So, hier hoch und hopp. Ich muss erstmal kurz mich hier ein bisschen reinfinden. Es ist halt auch nicht gerade einfach, hier mit der Steuerung, weil, sagen wir es mal so, dieser Fleischklumpen ist sehr, sehr zäh. Und auch dementsprechend halt nicht so gelenkig, langsam. Man muss hier gut aufpassen. Oder hat er vielleicht einfach nur mal dranhängen? Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Und. Nochmal auf ein neues. Jetzt sollte es eigentlich hin. Nein. Tut's nicht. Dann nochmal hier hoch. Und auf ein neues. Upsala, da habe ich die Sprungkerze ein bisschen weggemacht, ist aber nicht so schlimm. Ich weiß nicht, was der mit seinem Haken davor hat. Der macht ja auch nichts, wenn wir da in der Nähe sind. Jetzt nochmal dahin. Ich glaube, weiter geht's sowieso nicht. Was bewirkt das? Was können wir damit erreichen? Ach, jetzt! Wir waren noch nicht weit genug. Okay. Gebäude da ist zerstört. Wir nehmen das mal kurz mit, damit wir da auch hochkommen. So, upsala, das war nicht weit genug. Shit. Dass wir schmerzend sein müssen. So, jetzt hier aber. Weiter geht es. Geht durch. Da ist noch um jemand. Können wir den da irgendwie erreichen? Nee, der ist zu weit weg. Ach! So ein Ding. So ein Ding ist das. Warte, da werden wir das mal kurz hier. Wenn wir das hochschmeißen. Erreichen wir das da oben nicht. Richtig? Richtig. Wir müssen folgendes machen. Wir müssen das erstmal aktivieren. Aber wie aktivieren wir das? Wie aktivieren wir das? Nein, nicht wegschmeißen. Böse, aus. Wie aktivieren wir das Teil? Ihr kennt das ja. Wir hatten das ja schon so häufig gesehen. Mal kurz draufstehen und dann so hoch. Nee. Oder warte, vielleicht müssen wir das gar nicht. Vielleicht gibt es da eine andere Art und Weise. Wir schicken es mal da hoch. Oh lol. Helfen die uns? Die helfen uns. Lol. Wir hatten schon mal jemanden, der uns geholfen hat. Okay. Ich war damit jetzt sehr überrascht. Daher war ich nicht vorbereitet. Sorry! So.
Und Vorsicht, Vorsicht. Und jetzt! Und durch da, durch da, durch da. Sehr schön. Wow, hier sind sehr, sehr viele Menschen. Ist das eine Falle? Das sieht fast wie eine Falle aus. War klar. Ist aber nicht so schlimm. Wie gesagt, ich habe ja damit gerechnet. Komplett dunkel. Komplett dunkel. Aber wir sind ja überlebensfähig. Denken jetzt, sie haben uns bekommen. Das denken sie. Wir lassen sie im Glauben, sozusagen, dass sie es wirklich geschafft haben. Hier ist irgendwas? Geht's hier weiter oder was ist hier? Ach, wir können das generell hier alles zerstören. Ja, zerstören, das finde ich doch immer gut. Kann jetzt genauso wenig wie ihr erkennen. Ich kann hier gerade gar nichts sehen. Ich taste mich nur jetzt hier so ein bisschen vor. Und merke halt, dass wir hier ein paar Dinge hier abnehmen können. Keine Ahnung, was das uns bringen soll. Außer Zerstörung. Noch ein paar. So, hier unten kann man halt schon ein bisschen mehr erkennen. Das finde ich auch gut so. Bringt uns das? Wenn es uns überhaupt was bringt, kann auch sein, dass es uns gar nichts bringt. Einfach nur ein nettes Detail sozusagen ist. Was ist denn hier unten? Da kann ich nichts machen, okay. Zerstören wir erstmal hier weiter. Weil, wie gesagt, zerstören, das können wir. Auch noch ein bisschen was. Dort unten rechts. Hier. Ich glaube, zwei Dinge fehlen uns noch. Einerseits hier. Ach lol. Okay, es war einfach nur, um zu suchen, ob es irgendwo weitergeht. Wir hätten das gar nicht alles zerstören brauchen. Okay. Fischies. Aber klar, dass es irgendwo einen Ausweg gibt. Gibt immer einen Ausweg. Egal wo. So. Nun sind wir wieder an der Oberfläche. Können wir die Dinger mit den Dingern da irgendwas machen? Nein. Gut, dann gehen wir mal nach rechts. Ah, eins muss ich sagen, hier in Inside gibt's Plots oder generell Handlungsumschwünge, die es so in Limbo nicht gab. Oder Dinge, unerwartete Dinge, damit hätte ich niemals gerechnet, dass wir zu so einem Klumpen wären. Ich hätte es nicht mehr erahnen können. Wow. Da habe ich mich gerade auch so ein bisschen erschrocken. Ja, wir können es zerstören, wir können es zerstören. Noch einmal schön Anlauf nehmen. Und am besten ganz oben und let's go. Wir sind im Wald. Leute, wir sind im Wald. Hui. Aua, tut das weh. Aua. Das Ende? Keine Schwester dieses Mal? Was ist mit uns? Komm, wir müssen noch rauskommen, bitte. Nein. Ich drücke gerade alle Tasten, die mir hier zur Verfügung stehen. Es passiert rein gar nichts. Außer Mara. Immer nur ein ganz Stückchen, aber trotzdem immer weiter zurück zoomt. Ja. Die Masse bewegt sich zwar noch, aber dennoch ist sie tot. Würde ich jetzt mal behaupten. Wir haben jetzt bei dem Sturz so viele Körperteile verloren. Ja, wir sind tot. Endgültig. Allerdings sind die Menschen Versuche beendet. Aber ich finde das sehr interessant. In Limbo gab es ein glückliches Ende.
Der Junge hat seine Schwester gefunden. Hier, diesem Spiel. Ist das Ende zwar auch glücklich, Menschenversuche sind jetzt zumindest für eine Zeit lang unterbrochen worden. Aber traurige ist, dass für uns Geschichte hier endet. Und somit endet auch das Let's Play an dieser Stelle. Das Let's Play war länger, als ich anfangs dachte. Ich habe ja schon vor einigen Parts gesagt, so, wir müssen am Ende sein. Aber nee, jetzt sind wir am Ende. Wow. Dieses Spiel hat mich extrem überrascht und auch überzeugt. Ich habe nur damals erfahren, es gibt einen Nachfolger frisch rausgekommen. Und ich habe mir dementsprechend den halt dann gleich gekauft. Und hatte dementsprechend, weil Limbo halt ein mega geiles Spiel ist. Ich habe das nicht nur im Let's Play durchgezockt, ich habe es später dann auch nochmal durchgezockt. Also, ja, es macht ordentlich Fun und Inside ist ein würdiger Nachfolger. Ein sehr, sehr würdiger Nachfolger. Und ein Nachfolger, der wiederum zum Denken anregt. Ein Nachfolger mit einem sehr traurigen Ende, wie gesagt. Und es hat mein Herz jetzt hier auch getroffen. Der Junge, den wir halt gesteuert haben, der ist zumindest mir ans Herz gewachsen, obwohl es halt nur virtuell ist und ich weiß, dass es nur ein Spiel ist. Aber dennoch, man verbindet dann die Geschichte damit einen selber. Das finde ich halt so krass. Und dass halt jetzt für den Jungen es vorbei ist. Ja, und hier fängt es wieder von vorne an. Ganze Geschichte nochmal. Wenn ihr euch die Geschichte nochmal von vorne geben wollt, zockt es selber. Oder schaut das Let's Play nochmal. Keine Ahnung. Hiermit endet wirklich dieses Let's Play. Ich weiß nicht, ob nach diesem Let's Play erstmal schon ein neues folgt. Ich habe auf jeden Fall noch einen hier auf Lager und habe auch Bock auf andere Let's Plays noch. Inwieweit das dann wirklich gemacht wird, weil ich bin in den Sommerferien für eine Woche weg und da weiß ich nicht, ob ich das schaffe, vorzuproduzieren. Na gut, das war's von meiner Seite. Ich denke darüber nach. Von der Note her kriegt dieses Spiel wirklich eine 1. Es hat mich wirklich geflasht, es hat Spaß gemacht und ich hoffe mal, ihr wart auch bis zum Schluss dabei und ihr hattet auch euren Spaß. Bis zum nächsten Mal. Euer Galaxy Miner. Bye bye.